Ein sehr, sehr stolzer Moment. Ja, ich habe tatsächlich sehr gute Laune. Servus zusammen. 12. Mai heute. Noch 365 Tage und wir haben's dann wieder, ja? In 365 Tagen, verspreche ich euch, haben wir einen neuen Weltrekord. Mit euch zusammen den größten Schnitzkurs der Welt haben wir dann. Hinter mir die weiten Wiesen von Prottewitz. Und ja, ich habe vorhin hier mal für mich ganz in Ruhe gestanden und habe gedacht, oh Gott. Willkommen auf unserem Campingplatz zum Festival. Was soll ich denn sagen? Soll ich jetzt sagen, wir haben es übertrieben? Soll ich jetzt sagen, wir haben völlig in der Klatsche? Soll ich Ihnen sagen, dass es ein Himmelfahrtskommando ist? Weiß doch jeder! Ja? Also, das ist, wir haben 400.000 Quadratmeter Zeltplatz nur für euch organisiert, ja? Ihr könnt jetzt mit allem anreisen. Wenn du mit dem LKW hinfahren willst, mach doch. Wenn du ein Faltzelt hinschmeißen willst, mach doch. Es ist mir egal. Ja? Hier wird unser Campingplatz und unser wahrscheinlich ein Teil vom Parkplatz entstehen. Umso näher ich dran denke an das Festival, umso mehr steigt meine Vorfreude und umso mehr Respekt kriegt man davor. Weil wir haben eine andere Nummer angezettelt als das letzte Mal, sondern wir haben nicht nur eine Stufe übersprungen, wir haben mal drei Stufen übersprungen. Ja? Wir haben schlechte Menschen aussortiert, die fürs Business gar nicht gut waren. Und wir haben uns jetzt professionelle Leute ins Boot geholt, die nicht nur für mich, sondern auch für euch eine geilere Party machen als beim letzten Mal, eine deutlich geilere Party als beim letzten Mal, sondern auch, wir bieten euch diesmal ganz einfach das größte Holzfestival Europas. Und wir werden im Laufe des Videos merken, ich verspreche euch nicht zu viel, für diejenigen, die es wissen wollen, die Tickets sind online. Die sind jetzt online, ihr könnt sie kaufen. Zu den Servus! Herr Kresch, mein Freund, der hat hier früher die Felder bewirtschaftet. Für die, die es wissen wollen, Preise, ich erzähle nachher noch mehr. Ich wollte nur sagen, die Tickets sind online. Ja? Ja. Also, dort ist unsere Firma. Ihr habt fußläufig, ich sag mal, vielleicht 200, 300 Meter. Bis zum Eingang 1. Also, bei manchen ist es eine Schachtel, je nachdem wie hart er ist. Bei manchen eine Zigarettenlänge. F6, 100er. Hm? Ja, also ihr merkt ja selber, ich bin heute echt verdammt gut drauf. Aber das liegt einfach daran, dass wir haben das lange vorbereitet. Logo entworfen fürs Festival. Und so weiter. Kommt aber alles nachher noch. Und also, wer bei dem Video wegschaltet, ist selber schuld. So. Wir befinden uns jetzt hier aktuell auf der Konzertfläche. Warum ich so laut rede? Damit doch alle verstehen, um was es hier geht. Ja? Beim letzten Mal war das ja Weltrekordfläche. Und Konzertfläche, das wird es nicht mehr geben. Ja? Dort hinten wird eine Bühne aufgebaut sein. Wenn ihr die vom letzten Mal kennt. Wir warten in der Mimme-Menge, darauf hab ich Bock. Nee. Ja? Also, wir haben dort eine sehr, sehr gute Booking-Agentur, mit der wir zusammenarbeiten. Und unsere Künstler, Künstlerinnen, sind alle gebucht. Ja? Wir hatten viele verschiedene Varianten, wie wir es hätten machen können. Wollen wir jeden Abend 2, 3 Acts machen oder. Ja? Nee. Jeden Tag, Donnerstag, Freitag, Samstag, ein Act. Aber einen, der sich gewaschen hat. Ja? Also einen richtigen, so mit viel Geld in der Hand genommen. Wisst ihr, was ich meine? Wir saßen da und ich habe gedacht, oh, ernsthaft? Ja. Jetzt kommt eine Sache, die euch vielleicht verwirren wird. Für die Leute, die in dem Metier tätig sind, die werden es komplett verstehen. Aus rechtlichen Gründen, ja, von den Künstlern und Künstlerinnen dürfen wir
zu diesem Zeitpunkt jetzt, 12. Mai, dürfen wir das noch nicht erwähnen. Keine Angst, ihr erfahrt das, sobald ich sagen darf, seid ihr die Ersten, die es erfahrt. Aber das, so viel schon mal dazu. Ja, habe ich irgendwas vergessen, außer dass es absolut fett wird? Und ich kann euch sagen, oh, das würde clever ist, wir nehmen hier sehr viel Geld in die Hand, damit wir euch natürlich die Tage in sehr geilen Abschluss bescheren wollen. Ja? Entschuldigung, ich habe Frosch im Hals. Also, die Stelle hinter uns, da wird natürlich Lumberjack stattfinden. Waldarbeitermeisterschaften. Und jetzt kommt's, passt auf. Wir haben gesagt, normal können ja da keine Leute mitmachen. Das geht ja normal nicht. Ja? Aber ich habe gesagt, nö. Ich habe 3 500i gekauft und wir werden dort unseren eigenen Holzkunst-Scholz-Cup / wir schneiden Bäume durch / Media Loop stattfinden lassen. Also musst du dir das so vorstellen, du kannst als Laie, ja, kannst du dich bewerben. Es werden 30 Teilnehmerplätze vergeben. Ja, du kriegst Beinlinge, Schutzklamotten von uns gestellt und dann darfst du auf Zeit natürlich 2 Schnitte mit der 500i machen. Der Gewinner wird dann natürlich bekannt gegeben und natürlich prämiert. Soweit klar. Viele werden ja fragen, was ist mit dem Scholz nicht in Ordnung? Ja. Das wird ein anderes Festival, weil viele Festivals, die man so kennt, da geht man hin und lässt sich berieseln. Nö. Ich bin da, also nicht nur ich, sondern wir waren der Meinung, wir machen ein Festival zum Mitmachen. Ja? Was nützt es mir, wenn ihr die Leidenschaft, die ich jeden Tag erleben darf, nicht selber erleben dürft? Ja? Also wird es definitiv ein Mitmachfestival. Also ihr könnt, werdet bei uns die Möglichkeit haben, alle Sachen mit zu probieren. Alle. Hier wird höchstwahrscheinlich die Axtwurfmeisterschaft stattfinden. Okay. Weil erstmal haben wir es nach hinten abgesichert. Ja. Finde ich gut. Mhm. Und wir haben die Möglichkeit, hier ordentlich zu werfen. Wird es natürlich auch geben. Da werden wir aber im Herbst schon mal probieren. Aber an einer anderen Stelle. Da müssen wir jetzt alle durch. Wir haben alle zeitig noch Bescheid gewusst. Naja. Ich will nicht stören, du hältst dein Schnauzen. Hier befinden wir uns jetzt so auf so einem sehr windigen Abteil. Hm? Ach so? Ja, ja. Aber was so früher genutzt, was. Ja komm, Günther, los! Aber was so früher genutzt wurde, wird diesmal ein bisschen anders. Den Radialabsetzer kennt ihr. Dort drin werden alle Profischnitzer stehen. Wir haben aktuell 50 Leute eingeladen. Ich denke, es werden aber mehr. Also ich denke, es werden so 60 bis 70 Schnitzer. Okay. Warum? Größtes Holzfestival Europas. Klar soweit? Was soll ich denn sagen? Das ist doch völlig hirnverbrannt, was wir hier vorhaben. Aber es wird gut. Noch ist dort eine Biogasanlage. Also noch ist dort alles ein bisschen anders als normal, sage ich jetzt mal. An der Stelle werden Show-Acts stattfinden, also Veranstaltungen mitzumachen, also zum Mitmachen, also wisst ihr, was ich meine? Die werden weggebaut und da finden natürlich auch noch Programmpunkte statt. Ja? Die Wiese dahinter, wollen wir da mal gucken gehen? Sicher. Müssen wir. Wir gehen mal weiter. Hier werden überall Sachen sein, natürlich Essensstände und Getränke und was es nicht alles gibt. Ich habe ja nicht umsonst gesagt, als wir das erste Video zum Weltrekordversuch rausgehauen haben, dass wir schon lange dran arbeiten. Tatsächlich ist jetzt schon ein halbes Jahr Produktions-, Arbeits- und Vorbereitungszeit dort reingeflossen und es ist extrem anstrengend. Also es ist wirklich so, dass ich sage, mir qualmt der Kopf, aber ich habe gebrüllt, größtes Holzfestival Europas, auch bei mir zu Hause schon oder auch hier in der Firma, wo alle gesagt haben, halt doch die Fresse, ey, halt doch einfach die Schnauze. Aber ich komme aus meiner Haut nicht raus. Komisch. Und also ziehen wir das jetzt voll durch.
Hier hinten, die Wiese kennen vielleicht viele noch. Das war in der ersten Aktion so ein Ausweichpunkt, wo wir dann einen zweiten oder dritten Campingplatz aufgemacht haben. So, ja, bock da. Fahr da hin. Also es ging drunter und drüber beim ersten Versuch. Diese Probleme werden wir nicht mehr haben. Diese Fläche ist tatsächlich die Forstwirtschaftsfläche. Harvester, Rücker, Forstmaschinen, Traktoren. Ja? Könnt ihr das probieren? Ja. Wir werden ein Areal schaffen, wo du Harvester fahren kannst, wo du Rücker fahren kannst, wo du Traktor fahren kannst. Vielleicht machen wir so einen kleinen Rasenmäher-Parcours. Also Rasenmäher-Rennen. Nee. Doch. Nein. Wieso nicht? Nein. Oh, das machen wir. Nein. Wir kaufen einfach zwei chinesische Rasenmäher und machen so Rasenmäher-Rennen. Da drüben übrigens ist Eingang Nummer 1. Ja, weil wenn du jetzt vom Campingplatz kommst, ist das die einfachste Variante oder vom Parkplatz. Und eventuell, das ist noch nicht ganz raus, wir wollen ja auch Rettungswege gewährleisten, dort hinten, wie wir schon mal da gewesen waren, Eingang Nummer 2. Halle Nummer 2, mal von der anderen Seite. Auf dieser wunderschönen Betonfläche, ihr seht's, bauen wir eine Bühne. Ja, wie soll es anders sein? Wir bauen dort eine Bühne. Was denn für eine Bühne? Naja, das wird quasi diese Streaming-Bühne, das wird die Influencer-Bühne. Da, wo man Sachen mitmachen kann, Sachen selber erleben kann, wo abends auch After Work nochmal der DJ spielt noch. Die kleine. Ja. So ein kleiner Vorplatz davor. Ja. Dass man so ein bisschen, also unter anderem kann ich schon mal sagen, das Bauforum 24 wird ja 4 Tage vor Ort sein und euch Werkzeuge, Neuigkeiten, das wird euch alles näher bringen. Liebe Grüße gehen schon mal raus ans gesamte Team von den Jungs und an André Brockschmidt, mit denen, die sich schon riesig auf euch freuen und natürlich im Hintergrund auch viele Sachen vorbereitet werden, die für euch da sehr, sehr interessant sein könnten. Ja, unser Niklas wird zum Beispiel hier sein. Der wird auch mal ein bisschen was zeigen, wie, was, wo, was kann man machen, mit euch zusammen an der ganzen Sache arbeiten. Ja, wollen wir weitergehen? Ja, siehst du. Die Leute halten mich für bekloppt, glaubst du mir. Ach. Ja, doch. Diesmal ist aus. Wahrscheinlich haben die Hälfte schon deabonniert, weil sie denken, nee, geisteskranke Typen brauchen wir nicht. Hier so ein bisschen in den hinteren Ecken, ja, früher für euch gar nicht ersichtlich, werden wir einen Barbecue-Wettbewerb starten. Weil Holz und Essen gehört ja zusammen. Ja, diese Kriterien für den Barbecue-Wettbewerb, die geben wir später bekannt. Auch da mitmachen. Ihr dürft euch bewerben, das kommt aber alles noch. Also bitte bombardiert uns jetzt noch nicht mit allen Bewerbungen zu. Ja? Ihr dürft mitmachen, ihr kriegt dann gewisse Sachen gestellt oder auch nicht. Oder ihr bringt euren eigenen Smoker mit, das ist alles noch. Also dazu gibt es später Infos, nähere Infos. Und da wird natürlich 3 Tage lang Barbecue-Festival sein. Also Barbecue-Wettbewerb. Jeden Tag ein anderes Motto und wie soll es anders sein? Lieber Klaus, Grüße gehen raus. Klaus Grillt wird das Ganze prämieren. Ich habe es ganz vergessen. Für die Frauen, ja, da draußen. Mit ihren armen Männern, ja, mit den durchgeknallten Idioten aufs Festival kommen. Und sich so wahrscheinlich, also viele Männer werden ja da mitsingen wahrscheinlich. Tut euren Gefallen, tut eurer Frau auch eine Karte kaufen, das ist eine Festivalkarte, weil wir werden so einen kleinen Wohlfühlbereich für die Frauen schaffen, ja. Prosecco ist so ein bisschen, ja. Da werden wir so ein bisschen Programm schaffen, damit die sich entspannen können, erholen können. Und weil es ja so schön ist, wa? Kennst du das? Resi, ihr holt ja mit meinem Traktor ab. Ja. Natürlich wird es eine Prosecco-Ausfahrt für Frauen geben auf dem Traktor in Runde ums Karree. Ja, mit Kremserfahrt für Frauen mit. Ja? Warum sollen die Frauen immer zu kurz kommen? Hm? Ist ja bei dir doch der Fall. Oh, der lag gut auf der Linie. Yes! So, ihr seht ja selber, wir sind ja noch. Also hier diese ganzen Flächen hier unter den Bäumen. Wird noch ordentlich beräumt, schön sauber gemacht. Da werden wir so kleine Chill-Out-Lounges bauen. Zum Entspannen, einfach mal zum unter den Bäumen liegen. Ruhig durchatmen, auf ganz entspannt. Heute kriege ich Kilometergeld. Aha. Hier war früher auch Campingplatz beim letzten Mal. Also eigentlich war alles Campingplatz.
Ich guck mal kurz aufs Riesenrad, ja? Also hier ist der Kirmes-Teil, nicht? Riesenrad, Autoscooter und Breakdance, mindestens, ja, auf der Fläche. Völlig bescheuert, aber ich will ein Riesenrad haben. Ja, meine Frau, die sagt, warum? Damit alle von oben gucken können, wie krass das hier wird. Autoscooter gehört dazu, Breakdance bin ich immer in meinem Leben gefahren. Danach mussten sie die Stelle mit so einem Schlauch abspritzen. Aber für euch, wir wollen wirklich alle Register ziehen, dass wirklich alle, die kommen und sagen, ich sage, auf dem Festival muss ein bisschen Rummel sein, oder? Und das ist so eine kleine Leidenschaft von mir. Ich habe es meiner Frau letztens gesagt, ich sage, oh Schatz, einmal Ansage beim Breakdance, weißt du, oder so beim Autoscooter, so eine Stunde, was würde ich dafür geben? Mal eine Stunde auf dem Rummel Ansage machen, so richtig krass, geil. Ready, alles klar, wir legen los, wir starten, Achtung, Faust mit den Bügeln schließen. Go. Ein paar Verkehrswege müssen natürlich frei bleiben, ist ja klar. Beziehungsweise wollen wir überall was zu schnapulieren haben. Ja? Ja, hier ist er. Die Fläche der Giganten, würde ich es jetzt ausdrücken, oder? Das hier hinter uns, was früher der erste Campingplatz war, wird die Weltrekordfläche. Und jetzt werden viele kommen und sagen, ja, wie soll denn das funktionieren? Ja, ich stehe da vorne über Eck und schnitze die Figur viermal. Ja, das alles eingeteilt. Und hier hinten, also LED-Trailer, vier große, um dafür zu sorgen, dass die Leute auch was sehen. Natürlich komplett bekleidet mit Kamera und Mikro. Also auch wir haben da dazugelernt, dass die Leute mehr Sicht haben müssen und, und. Und jetzt komme ich wieder und sage, naja, die Fläche ist ja viel größer. Ja, das stimmt. Aber die Fläche nach hinten ist die nicht so groß wie die beim letzten Mal, sondern das ist in die Breite gezogen. Und dadurch, dass ich die Figur viermal mache, haben alle die Möglichkeit, das besser zu sehen als beim letzten Mal. Keine Angst, wir werden auch von 60 Kettensägenkünstlern, Profikünstlern unterstützt. Ja, die auch immer bei euch in der Nähe vom Geschehen sind. Und da komme ich auch zu dem Thema. Es gibt noch Möglichkeiten mitzuschnitzen und ihr werdet nachher mein Rechenbeispiel erleben, dass es geiler ist, mitzuschnitzen, als nur zum Festival zu kommen. Was wird eigentlich geschnitzt? Es wird Groot geschnitzt. Also eigentlich wäre ich geschnitzt in Holz. Ich zeige euch das auch nachher erstmalig, wie die Figur aussieht. Halle 2. Hier daneben, da war letztes Mal Bogenschießen, dort wird eine Holzwerkstatt aufgebaut. Das heißt, es ist eigentlich nicht nur ein größtes Holzfestival Europas, nein, es ist auch ein Familienfest. Sonntag ist ja sowieso voll die Kinderbespaßung, ja? Also richtig Kinderbespaßung. Das ist so gut so, wenn du so Kater hast, weißt du, so eine leichte Mietekatze. Nee, wir wollen, dass die Kinder auch was machen können. Nicht nur hüpfen, sondern auf der Hüpfburg oder im Rummel oder zugucken, wie cool das mit dem Holz ist. Nein, die sollen noch die Möglichkeit haben, selber sich auszuprobieren. Weil, ja, mitmachen. Ja, einfach erleben. Das ist doch geil. Und das will ich doch hier zeigen, was man mit Holz machen kann. Und das schon von den Kurzen an. Auch die müssen schon die Möglichkeit bekommen. So, ich würde vorschlagen, wir suchen jetzt drinnen mal ein lauschtes Plätzchen. Dann zeigen wir mal Groot. Und das neue Logo. Ja. Und dann sagen wir euch, wie das Festival heißt. Schaffe ich noch nicht. Nee, doch, einen kleinen Schruck als Brettler muss ich mir noch kennen. Dann kann ich eigentlich mit ins Bild nehmen, oder? Ja, was soll ich sagen? Hä? Ist unhöflich. Ich sehe doppelt. Entschuldigt bitte, ist unhöflich. Also, das ist unser Corpus Delicti, was hier neben mir steht. So wird es aussehen, was wir schnitzen. Ohne Brille. Und wie gesagt, wir machen den ohne Brille. Ich finde es aber mit Brille ganz cool, weil zu unserem Scholzkopf-Festival, ja, total bekloppt eigentlich,
Und zwar ist eigentlich meine Frau auf den Namen gekommen, kann man ja so sagen. Die hat gesagt, bist du eigentlich blöd oder was? Im Scholz kommt der Name ja schon vor, Holz. Und eigentlich trifft das ganz gut, so ein Scholzkopf, ja, also ein Holzkopf, ja. Das bin eigentlich ich in allen Formen und Zügen, ja, Kopf durch die Wand, eigenen Kopf, stursinnig, nicht geradlinig, nicht strukturiert, das bin ich. Und deswegen herzlich willkommen zum Scholzkopf-Festival. Jetzt mal Fakten auf den Tisch. Und wir haben hier 4 Tage Volldampfprogramm für euch organisiert. Zu den Acts habe ich gesagt, dürfen wir noch nicht sagen. Ansonsten habt ihr jetzt im Laufe des Videos einen kleinen Einblick bekommen, was hier auf euch zukommt. Natürlich, ihr wisst es, wir werden euch auf YouTube, Instagram und die ganzen sozialen Medien natürlich selbstverständlich wieder mitnehmen und das Ganze auch vorab begleiten. Nochmal zu dem Thema. Also ihr könnt noch, habt ihr die Möglichkeit, Schnitzkursteilnehmer zu werden. Kostet 699 € inklusive Säge. Wenn ihr selbst eine Säge habt, kostet das Ganze nur 399 €. Bei den Faktoren sind dabei Eintritt, Festival, Campingplatz. Für alle 4 Tage? Für alle 4 Tage. Okay. Ich will doch den Leuten, die mir die Möglichkeit geben, nochmal sowas zu erstellen. Ja, also, das da. Den möchte ich doch die Möglichkeit geben. Also die Sachen, die hier oben hängen, die sind alle nur mit euch entstanden. Und genauso geht das Festival nur mit euch. Und nochmal, ich sage euch da draußen und ich sage das mit allem, was ich habe die geilste Community der Welt. Genau deswegen geben wir uns so viel Mühe. Und da komme ich zum nächsten Thema. Preise. Und wir haben lange, also ich habe lange mit mir gerungen. Nee, das stimmt eigentlich nicht. Ich habe andere Preisempfehlungen bekommen für unser Festival. Das habe ich bekommen, mehrfach. Und ich sage, nö, das machen wir nicht. Es soll jeder die Möglichkeit haben, hier uns zu besuchen. Bis 14 Jahren kommt ihr hier frei rein. Fertig. Erledigt der Fall. Ja? Für die Leute, die dann hier stehen, bringt bitte den Schülerausweis mit oder irgendeinen Nachweis, wie alt ihr seid. Ansonsten wird das komplette Festival-Ticket 199 € für alle 4 Tage kosten, inklusive Campingplatz. Ja? Die Preisempfehlungen, die wir erhalten haben, waren deutlich höher. Aber wisst ihr was? Lasst uns das Geld, was da über ist, einfach versaufen und eine geile Party haben. Weil wir feiern vom Samstag zu Sonntag in meinen Geburtstag an dem Festival rein. Und da lasst uns lieber was trinken, feiern und Spaß haben, anstatt unnötig Geld woanders auszugeben. 199 €, klar soweit. Und jetzt rechnet's durch. Versteht ihr jetzt, warum Mitschnitzen die bessere Variante ist, als einfach nur zu kommen? Wir können nicht alle schnitzen lassen, das ist klar. Aber ich denke trotzdem, für die, die wirklich schnitzen wollen oder das immer noch in Betracht ziehen, ist das die günstigere Variante. Und wir sind wieder Teil einer großen Sache, was mir persönlich immer sehr am Herzen liegt. Ja, eine Sache habe ich vergessen vor noch. Das müssen wir jetzt hier noch einfügen. McManus wird auch hier sein. Noch viele mehr, aber da weiß ich schon ganz doll sicher. Und ihr werdet die Möglichkeit gegen ihn haben, Truck-Simulator zu fahren. Wer schafft es am schnellsten, die Ladung von A nach B zu bekommen? Finde ich super geil. Finde ich super geil. Nun mal dafür, dann so viel dazu. Wir wollen ja für alle Möglichkeiten schaffen. Und ja, es wird auch ein VIP-Ticket geben. Es wird die nur begrenzt geben. Aber sowas wird es geben. Was beinhaltet das VIP-Ticket? Das VIP-Ticket beinhaltet alles. Exklusiven Zugang zu gewissen Sachen, ein Fanpaket, was von uns gestellt wird, also ein Fanpaket von uns. Ihr bekommt auch auf dem Campingplatz einen, ja, nennen wir es mal VIP-Übernachtungsplatz. Ja, also ihr bekommt so einen kleinen, so einen Faltcontainer, sage ich jetzt mal. Also einen Faltcontainer mit einem richtigen Bett drin, mit einem kleinen Nachtschränkchen drin und auch einen separaten Duschabteil. Sage ich jetzt mal, einen separaten Dusch- und Toilettenbereich. Den bekommt ihr. Essen und Trinken an den ausgewählten Stationen frei. Für einen Tausender. Am 4 Tagen. Ja, das klingt, das ist viel Geld. Ja, das wissen wir. Aber ihr habt natürlich auch noch andere Vorteile, die andere in dem Moment vielleicht nicht haben. Oder vielleicht auch gar nicht wollen.
Wir halten das offen. Das begrenzt die Anzahl für die VIP-Tickets, aber die wird es geben. So. Ich habe hier eine Broschüre. Die kriegen natürlich nur gewisse Leute in die Hände mit unseren Partnern, die wir jetzt arbeiten. Oder auch Sponsoren. Ja, wir brauchen uns ja nicht vormachen. Auch bei solchen Sachen sind immer Sponsoren dabei. Ihr wisst, wir sind da sehr, sehr offen und sehr, sehr ehrlich mit euch. Ja, warum das so lange gedauert hat, kann ich euch auch sagen. Warum? Wir haben das Logo markenrechtlich und patentrechtlich schützen lassen, bevor wir irgendwas lostreten. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Wollen wir natürlich auf Nummer sicher sein und nicht mit irgendwelchen Institutionen oder Vereinigungen Ärger bekommen für irgendwelche Sachen, die wir da tun. Größtes Holzfestival Europas, ich habe es gesagt und ich werde das einhalten und mit allen Kräften, die mir zur Verfügung stehen, auch durchziehen. Ja, wie soll es anders sein? Es ist natürlich eine Anlehnung. Ja. Das größte Holzfestival Europas hat dieses Logo. Und die Leute, die mich kennen, und ich würde sogar sagen, dass viele aus der Community schon sagen, sie kennen mich ein Stück weit, zumindest die, die beim Schnitzkurs hier waren, sehen in dem Bild mich. Und irgendwie ist das auch richtig. Ja, er versucht immer eine coole Socke zu sein, klappt natürlich nicht immer. Und ich bin sehr, sehr stolz auf dieses Logo, das hat doch Nico gemacht, ja. Er hat relativ viele Sachen von uns schon entworfen. Ich bin sehr stolz drauf. Und nochmal vielen Dank an Nico. Man merkt sich, zittern ein bisschen. Aber die Vorfreude ist immens. Es ist gigantisch und ich freue mich, jeden Einzelnen hier zu sehen. Ich könnte jetzt noch lange quatschen und noch tausend Sachen erzählen, aber wir können das anders machen, sondern ihr werdet uns auf der Reise begleiten zum neuen Weltrekord. Und ich hoffe wirklich, dass ich jedem dort gerecht werden kann und dass ich alle Leute dort sehe. Das normale Festival-Tickets 199 Euro, ja. Abendkassen oder beziehungsweise Tageskarten sind noch nicht dabei. Werden wir dann erst raushauen, wenn wir die Künstler nennen dürfen. Vorher machen wir das nicht. Aber wenn ihr Bock schon jetzt auf Festival habt und ihr wisst, die Leute schon mal hier waren, ich kann es nur noch wieder sagen, es wird einfach krass und grandios. Ich freue mich auf euch. VIPs, auch die, na klar, auch dieses Ticket ist schon online. Und für alle, die jetzt noch Bock gekriegt haben, zu sägen und selber mit teilzuhaben am Weltrekordversuch, auch da gibt es noch Möglichkeiten. McFly, ich habe so viel gequatscht jetzt in den letzten Stunden. Wir haben ja lange aufgenommen. Habe ich irgendwas vergessen? Außer, dass ich mich auf jeden Einzelnen freue und dass ich dort mit ganz viel Stolz jetzt schon rangehe und auch mit Ehrfurcht. Gassne! Willst du noch was sagen? Willst du noch irgendwas sagen? Ja, was ist denn hier passiert? Oh nee, was? Ne? Hat einer eine Farbe geschmissen, das ist ein Akku. Welche Farbe? Ne, weiß ich nicht. Was soll denn das sein? Nee, na was geht's denn? Das da. Und die Weltrekord hier. Bist du auch dabei? Das weiß ich noch nicht. Mal gucken, vielleicht Urlaub. Gestrichen. Wollte ich auswandern. Nach Sachsen. Nach Sachsen. Nee, ne. Willst du noch irgendwas sagen, unsere Leute da draußen? Was gibt's denn zum Mittag? Ich glaube Kassler. Meine Herren. Bis ja. Kassler, bis später. Wird bestimmt lustig. Wenn der das sagt. Bestimmt mehr als das letzte Mal. Als war auf jeden Fall richtig. Ja. Das, was ich gesehen habe, ja, wird interessant. Also interessant. Das war jetzt eine sehr, sehr geile emotionale Aussage. Oder nicht? Ja. Also Carsten war erschrocken.